Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und wir befinden uns mitten im Bundestagswahlkampf. Das habe ich mal zum Anlass genommen und mir die Webseiten der einzelnen politischen Bewerber angeschaut. Und besonders hervorgehoben wurde ja die Domain von Angela Merkel. Die ist tatsächlich sehr auffällig gestaltet, ein Riesenplakat von Angela Merkel, Riesenbild. Und scrollt man runter, sieht man so verschiedene Bilder und ihr Leben. Und ich habe dann bei nochmaligem Aufruf mich vertippt und habe Angela Merkel als ein Wort ohne Bindestrich eingegeben. Und der Überraschungseffekt, der war nicht schlecht. Denn auf einmal sah ich SPD, unsere Kampagnenmotive. Und offenbar leitet angelamerkel.de um auf eine Domain der SPD. Das hat mich interessiert und dann habe ich mal recherchiert, wem gehört denn eigentlich angelamerkel.de, also die Domain von Angela Merkel ohne Bindestrich. Das kann man über die DENIC tun und dort ergab das Ganze dann, dass der administrative Ansprechpartner von angelamerkel.de ein Anwalt Benjamin Schütz aus Offenburg ist und der Inhaber ein Viktor Stoilov aus der Ukraine. Und im Februar hat sich schon mal jemand einen Schabernack damit geleistet. AngelaMerkel.de umgeleitet auf einem, ich glaube, eine Weiberfastnachtsseite. Dann lief das Ganze wieder auf Angela Merkel. Und jetzt, wo der heiße Wahlkampf beginnt, da wird die Domain auf die SPD umgeleitet. Ich habe dann noch was gemacht. Ich habe mal mit einem Rechtsklick analysiert den Seitenquelltext. Und da sieht man schon den Titel, der ist also ganz eindeutig. Nahles plakatiert Merkel statt Steinbrück, hat die SPD schon aufgegeben. Und ein paar Keywords, Meta-Keywords, das ist Wahlkampf, SPD, Angela Merkel, CDU, CSU, FDP, Schwarz-Gelb. Vielleicht so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung. Dazu dann die rechtliche Frage, was wird hier eigentlich verletzt? Welche Domainrechtsfragestellungen sind hier wichtig? Zunächst einmal natürlich § 12 BGB, das ist das Namensrecht, auf das sich Angela Merkel hier berufen kann. Der Name, der ist tatsächlich geschützt und den kann man dann letztlich auch herausverlangen. Persönlichkeitsrechte sind natürlich betroffen, wenn man hier umleitet von Angela Merkel auf die SPD. Das ist natürlich auch ganz klar. Und wenn das ein Unternehmen wäre, dann sind auch noch Markenrechte oftmals betroffen. Da weiß ich jetzt nicht, ob Frau Merkel auch eine Marke auf ihren Namen angemeldet hat. Theoretisch wäre sogar das denkbar. Also die Rechtslage hier ist klar. Und eigentlich sollte Frau Merkel jetzt hier eine Herausgabe verlangen. Ich weiß nicht, ob da schon ein Prozess läuft, aber das wäre sehr, sehr sinnvoll. Denn ansonsten wird hier noch für reichlich Verwirrung gesorgt im Web und auch im Wahlkampf. Ja, so lange ist es nicht mehr hin. Ob bis da eine Klage Erfolg hat, müsste man schauen. Das wäre ein Eilverfahren. Aber eigentlich ist das auch schon zu spät, denn Frau Merkel ist das Ganze schon länger bekannt. Also interessant im Rahmen des Domainrechts, welche Ansprüche man hier hat. Wenn auf euren Namen Domain reserviert worden ist, dann kriegt man die normalerweise herausgeklagt. Jedenfalls, wenn das nicht jemand ist, der in der Ukraine sitzt, da könnte es nämlich technisch schon etwas schwieriger werden. Ansonsten halten wir euch auch diesbezüglich natürlich wie immer weiter auf dem Laufenden. Solltet ihr eine Frage zu dem Thema haben, ruft uns an oder schaut euch zum Domainrecht und Markenrecht unsere anderen Videos an, die ihr hier am Rand findet. Danke fürs Zuschauen, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.